Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich weiß, dass es relativ lang gedauert hat, bis mal wieder ein Video von mir erscheint, beziehungsweise ja heute erscheint. Es tut mir auch sehr leid, aber ich hatte in den letzten Tagen so krass viel zu tun. Ich und mein Freund, wir haben uns Haustiere zugelegt. Da muss ich natürlich jetzt am Anfang einiges beobachten. Wie sind die Fressgewohnheiten etc.? Haben die sich gut eingelebt? Ist alles okay? Und ja, deswegen ist einfach die Zeit flöten gegangen und ja, ich bin aber froh, dass ich jetzt heute dann endlich meinen Lesemonat hochladen kann. Und ich habe so viel diesen Monat geschafft. Das ist der Wahnsinn. Ich hätte es nicht gedacht. Und ja, möchte euch natürlich jetzt in diesem Video die Bücher vorstellen, die ich diesen Monat gelesen habe. Angefangen mit dem Thema des Monats. Ich habe ja jeden Monat ein gewisses Thema, nach dem ich lesen möchte. Und diesen Monat war das mal wieder Reihen weiterlesen, weil ich einfach gemerkt habe anhand meiner Reihen-Challenge, dass das noch nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das eigentlich erhofft hatte, dass ich mir jeden Monat einfach mal ein oder zwei Reihen weiter oder sogar beende, weiterlese oder beende. Aber das, ja, ich habe halt wie gesagt in meinem Halbjahresrückblick-Video gemerkt, dass ich meine Challenges sehr vernachlässige. Und ich werde euch das Video auch noch mal in der Infobox verlinken. Aber ja, ich vernachlässige die sehr. Ich gucke nicht wirklich drauf, welche Bücher habe ich mir ausgewählt, welche Reihen habe ich mir ausgewählt, welche Reihen bzw. welche Teile habe ich mir für die 12 für 2018 ausgesucht. Also es ist alles sehr spärlich vorangegangen und ich habe einfach gedacht, diesen Monat werde ich mich mal wieder ein bisschen auf Reihen konzentrieren. Es hat so teilweise funktioniert, also ich bin sehr froh, weil ich wirklich ein oder zwei Reihen an sich weitergelesen und beendet habe und ja, dementsprechend das Thema so halbwegs wirklich berücksichtigt wurde, sagen wir mal so. Angefangen hat der Monat allerdings mit anderen Büchern, die eben nicht zum Thema gepasst haben, weil wir diesen Monat einen Bücherabend hatten bei uns im Laden und wir stellen da ja immer Bücher vor, die uns wahnsinnig gut gefallen haben. Und da habe ich Anfang des Monats ein paar Bücher beendet, die mir sehr gut gefallen haben und die ich dann dafür genommen habe. Und zwar war das zum einen Die Frauen von Long Island von Zoe Fishman. Oh, da klebt jetzt auch noch ein Zettelchen drin. Das mache ich mal kurz raus. So sieht das Ganze aus. Ist ein Buch, wo man erstmal so denkt, okay, das wirkt wie ein 0815 Sommerroman. Ist es aber tatsächlich nicht, denn in diesem Buch geht es um Maggie. Und Maggie ist alleinerziehende Mutter. Man erfährt am Anfang nicht so genau, was mit dem Mann passiert ist. Also das kommt dann im Laufe des Romans. Auf jeden Fall erbt sie direkt im ersten Kapitel ein Haus auf Long Island in Sag Harbor von ihrer ehemaligen besten Freundin Liza oder Lisa, wie man sie nennen möchte, die sie allerdings schon jahrelang nicht mehr gesehen hat. Diese hat sich selbst umgebracht und vererbt, wie gesagt, Maggie und ihrer kleinen Tochter jetzt ihr Haus direkt am Strand. Allerdings nur unter der Bedingung, dass Maggie sich um die demenzkranke Mutter von Liza kümmert, die eben auch in diesem Haus wohnt und dort auch wohnen bleiben darf, beziehungsweise wohnen bleiben soll. Und Maggie denkt sich erstmal so, oh mein Gott, soll ich das machen? Ich meine, ich kann mich doch nicht um eine demenzkranke Frau kümmern, ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Zudem haben ich und Edith uns nicht wirklich verstanden, als wir uns mal kennengelernt haben. Allerdings, ich glaube, wir sind uns da alle einig, dass wir, niemand von uns, ein Haus auf Long Island direkt am Strand in irgendeiner Form ablehnen würde. Vor allem, wenn man, Maggie hat nicht sehr viel Geld. Maggie arbeitet als Putzfrau und ich glaube, man ist sich von Anfang an im Klaren darüber, dass sie das Haus annimmt. Und dann nimmt eben die Geschichte ihren Lauf. Es ist echt eine total süße Geschichte. Man lernt natürlich auch die kleine Tochter von Maggie näher kennen und wie sie sich dann erstmal mit Edith natürlich nicht versteht, weil die es nicht verstehen kann, dass jetzt eine Wildfremde mit in ihrem Haus wohnen soll. Und sie braucht ja eigentlich auch gar keine Hilfe, denkt sie. Aber es ist so toll, wie die beiden dann anbandeln und beide dann irgendwann merken, okay, wir brauchen einander doch und wir müssen unsere Vergangenheit nochmal rekapitulieren. Und in dem Zusammenhang kommt dann natürlich auch der Vater von dem kleinen Mädchen zum Vorschein, den Maggie natürlich verdrängt hat. Und es ist eine echt tolle Geschichte, sie hat mir sehr gut gefallen. Es hat natürlich auch so ein bisschen Sommerflair, aber es hat auch natürlich einen ernsthafteren Hintergrund und den fand ich sehr schön. Zudem ist das Buch so locker flockig lesbar, der Schreibstil ist wirklich sehr gut gemacht, dass das von mir ein 4-Sterne-Buch geworden ist. Also es ist jetzt kein Buch, das so überragend krasse Thematiken in irgendeiner Form damit aufwarten konnte, aber es hat mich einfach glücklich gemacht und ich fand es einfach schön und deswegen ist es natürlich eine absolute Leseempfehlung von mir. Zudem
habe ich als nächstes gelesen, lasst mich umblättern, von Marlies Färber, Grün ist die Liebe. Ach, das ist auch so ein schönes Buch. In diesem Buch geht es um Elizabeth. Und Elizabeth ist grüne Dame in einem Krankenhaus. Das ist jemand, der sich den Kranken einfach zuwendet und zum Reden da ist, einfach ein bisschen Mitgefühl schenkt und einfach denen ein gutes Gefühl so ein bisschen hinterlässt. Und am Anfang lernt Elizabeth Herrn Grün kennen. Und Herr Grün erzählt einfach von seinem Leben mit seiner Frau, die im Krankenhaus eben liegt. Und Elizabeth wird vom ersten Moment an in diese Geschichten reingezogen. Er erzählt und erzählt und anscheinend steckt da so eine Liebe dahinter. Und Elizabeth fragt sich jetzt, ob ihre Liebe zu ihrem Robert, ob das auch jemals so Funken gesprüht hat. Und wird dadurch so ein bisschen in eine Midlife-Crisis geworfen. Denn sie hat zwei Kinder, die sind schon flügge gegangen, die sind schon auf dem College, die sind schon an der Uni. Und ihr Mann hat sich als Hühner zugelegt und irgendwie ist das alles nicht mehr so romantisch, wie es mal war. Und sie hinterfragt auf einmal alles. Und so haben wir hier eine süße, freche Geschichte über die Mitvierzigerin Elizabeth, die sich eben jetzt so ein bisschen im Nachhinein fragt, ob sie ihr Leben richtig gelebt hat. Und es ist einfach so ein tolles Buch, weil es einfach die Botschaft vertritt, dass wir eigentlich schon alles haben, was wir brauchen, dass wir das erstmal merken müssen. Und das ist eben bei Elizabeth der Fall. Sie weiß irgendwie gar nicht mehr zu schätzen, was sie hat durch die Geschichten von Herrn Grün. Und das Ganze läuft eben darauf hinaus, dass sie zum Schluss merkt, dass sie eigentlich alles hat, was sie braucht. Und dass sie überhaupt nicht an ihrem Leben zweifeln sollte. Und das fand ich so eine schöne Botschaft. Das ist irgendwie so tiefgründig auch, dass es mir auch wahnsinnig gut gefallen hat. Also es ist auch ein wunderschönes Buch. So, als nächstes habe ich den Teil einer Reihe gelesen. Also, yay, Aufgabe erfüllt diesen Monat. Und das ist schon wieder eine Reihe, wo ich eine richtige Hassliebe zu entwickelt habe. Also einerseits ist das dieser Hype darum echt krass und ich kann es verstehen, weil ich auch wieder so richtig nervenaufreibende Gefühle zu dieser Reihe entwickelt habe. Andererseits sehr viel klischeebehaftet, finde ich. Und so die 0815-Geschichte von New Adult-Büchern meiner Meinung nach. Aber es ist irgendwie trotzdem so reinziehend, dass ich natürlich auf jeden Fall diese Reihe beenden werde, wenn dann bald der dritte Teil rauskommt. Und zwar handelt es sich um Save You von Mona Kasten. Ich habe ja letzten Monat Save Me gelesen, fand das ganz gut. Und in diesem Buch wird natürlich die Geschichte weiterentwickelt. Hassliebe trifft es ganz gut, weil wir natürlich im ersten Teil ein Ende hatten, wo er was ganz Schlimmes gemacht hat. Ich sag euch nicht was. Es ist eigentlich nicht gespoilert, weil das ist so das Schema von diesen New Adult Büchern. Wenn man eine Reihe hat, dann ist es einfach so, dass er meistens Mist baut, sie daraufhin sagt, ich möchte dich nie wiedersehen, und im zweiten Teil haben wir dann die Handlung, wie er versucht, sie zurückzubekommen. Das ist einfach wirklich in diesen New Adult Büchern ist das einfach so. Und man hat so im ersten Teil gedacht, ich weiß ja, dass sie ihm das vergeben wird, aber ich finde es total blöd, weil er was total Dummes macht, und man denkt sich so, sie wird ihm vergeben, aber wieso? Und natürlich fiebert man hier dann doch mit, bis sie ihm dann endlich mal vergibt. Es ist ja so, dass man dann irgendwie doch dahinter dieser Beziehung steht, wieso auch immer, dass sich in meinem Kopf da eingenistet hat, ich habe keine Ahnung. Aber natürlich passierte dann zum Schluss wieder etwas total Krasses und es ist wieder ein Cliffhanger da. Und ich kann noch nicht weiterlesen, weil der dritte Teil leider noch nicht da ist. Und man fragt sich, wieso tue ich mir das an? Wieso tue ich mir das an? Aber es macht schon Spaß. Es macht schon Spaß. Und ich muss ja auch sagen, dass mir die Figuren ans Herz gewachsen sind. Und dass ich durch diese Reihe dann hoffentlich auch irgendwann auf die Begin Again-Reihe von Mona Kasten komme. Die, wo viele sagen, dass sie besser sein soll als diese Reihe und dementsprechend kann das ja dann nur gut für mich sein, diese andere Reihe auch zu lesen. Also ich bin mal sehr gespannt. Das ist ein Teil, der von mir 3,2 Punkte erhalten hat, weil es einfach dieses Klischee ist, natürlich vergibt sie ihm. Und man weiß es ja auch schon, dass sie ihm vergibt. Und ansonsten enthält dieses Buch leider kaum Story. Und zum Schluss passiert wieder etwas Schlimmes. Also es ist dieses 0815-Schema. Es hat mir trotzdem gefallen. Wie gesagt, Hassliebe. Aber ja, mittelmäßige Bewertung dafür. So, als nächstes habe ich ein Buch gelesen, das mir leider nicht so ganz gut gefallen hat. Dazu werde ich euch auch die Rezension in der Infobox verlinken, denn das war ein Rezensionsexemplar. Und zwar handelt es sich um Die verlorene Hälfte meines Herzens von Anne O'Loughlin. Es geht in diesem Buch um eine Frau, die schwanger wird
Und ihr Mann schmeißt sie daraufhin quasi in die Psychiatrie. Er kann das irgendwie machen. Ich glaube, das ist irgendwie in den 50ern, spielt das, keine Ahnung. Auf jeden Fall bekommen wir dann mit, wie die Tochter Jahre später, die ist erwachsen, rausfindet, was ihre Mutter für ein Schicksal durchgemacht hat. So, hört sich an sich ganz cool an. Ich habe gedacht, okay, ich finde es ganz schön, mir die Geschichte von Grace durchzulesen, die ein richtig, richtig schwieriges Leben hat, die in die Psychiatrie muss, weil sie in einen anderen verliebt war, nicht mehr in ihren Ehemann und keine Ahnung. Aber ich fand dieses Ende so, es war so klar. Man hat sich irgendwann so gedacht, okay, wenn das zum Schluss passiert, man hat sich so gedacht, dass wahrscheinlich passiert das zum Schluss, aber wenn das zum Schluss passiert, dann ist das nicht gut, dann ist es so kitschig und übermäßig, Happy End mäßig und natürlich ist genau das zum Schluss eingetroffen. Und das war eben der Punkt, was mir dieses Buch zu einem Übel gemacht hat. Das war so, oh, nee, man war dann irgendwie einfach nur noch genervt und mehr möchte ich zu dem Buch eigentlich gar nicht sagen. Guckt euch die Rezension dazu an, dann könnt ihr mehr dazu erfahren, falls ihr das denn möchtet. Und wir kommen jetzt zu dem nächsten Buch. Das nächste Buch ist das erste Highlight in diesem Monat gewesen. Und wenn ich das vorher gelesen hätte, wäre das vielleicht sogar ein Buch gewesen, das ich für den Bücherabend genommen hätte, auch wenn es schon etwas älter ist und die Leute das wahrscheinlich alle schon kennen. Und zwar handelt es sich um Die Würde ist antastbar von Ferdinand von Schirach. Auch dazu gibt es eine Rezension und auch die werde ich euch in der Infobox verlinken. Dieses Buch hat mir so wahnsinnig gut gefallen. Es ist einfach ein Werk, das aus Essays besteht, die Ferdinand von Schirach mal im Spiegel, glaube ich, veröffentlicht hat und die jetzt zusammengefasst eben in diesem Buch erschienen sind, ich glaube 2013 oder so. Und es ist einfach so toll, wie er einfach auf Themen eingeht, die jeden interessieren. Es sind einerseits politische Themen, andererseits einfach menschliche Themen, die er hier differenziert betrachtet und wo er so ein bisschen seine Ansichten beleuchtet. Und ich fand das so, so gut. Es hat einfach in mir sehr viel bewegt. Ich fand das sehr gut gemacht. Ich habe so mit dem ein oder anderen Essay mehr anfangen können als mit dem anderen, aber ich fand vor allem das erste war Wahnsinn. Also die ersten paar Essays waren für mich so die besten und ich habe noch sehr viel darüber nachgedacht und ja, finde das ein ganz, ganz tolles Buch. Ich finde, jeder sollte sich das mal angucken, weil das auch einen ja, modernen gesellschaftlichen Bezug hat zu heute einfach. Und deswegen ist es auch ein wichtiges Buch, finde ich. Und ja, das war ein Buch, das 5 Sterne von mir bekommen hat. Wer dazu mehr Informationen möchte, guckt euch gerne die Rezension dazu an. Als nächstes habe ich ein Buch gelesen, das dieses Jahr im September erscheint. Deswegen möchte ich nicht viel dazu sagen. Ihr werdet vielleicht eine Rezension dazu bekommen. Muss ich mal gucken. Gedreht habe ich noch keine. Das ist ein Vorab-Exemplar, das ich bekommen habe, um mir das Buch schon mal anzugucken. Und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich kann euch jetzt nur sagen, dass es 5 Sterne von mir bekommen hat. Ich möchte des Weiteren noch nichts dazu sagen. Den Inhalt könnt ihr euch online gerne schon angucken. Ich denke, dass man da schon Inhaltsbeschreibungen bekommen kann. Allerdings erscheint das Buch erst im September. Deswegen möchte ich das hier jetzt nur an dieser Stelle ganz kurz zeigen und euch sagen, dass es mir sehr gut gefallen hat und es dann so sein lassen. Und zwar handelt es sich um Wicker King von Kyla Ancrum. Was ich dazu sagen kann, ist, dass es so ein bisschen darum geht, wie die Psyche von Jugendlichen funktioniert und dass wir hier einen Jungen haben, der sehr viel halluziniert, der das aber nicht ärztlich behandeln lassen möchte, weil er Angst davor hat. Und wir haben seinen besten Freund, der alles daran setzt, ihm zu helfen. Und daraus entwickelt sich ein sehr psychotisches Spiel, das ausartet. Das Ganze geht auch ein bisschen in die LGBT-Richtung und es ist ein sehr intensives Buch, aber ja, mehr möchte ich dazu jetzt nicht sagen. Es hat von mir 5 Sterne bekommen und vielleicht werden wir da dann einfach im September nochmal drüber sprechen. So, als nächstes, ich bin ja so stolz auf mich, dass ich diese Reihe beendet habe. Auch wenn das wieder natürlich ein Teil dieser Reihe war, der mir nicht ganz, hat mir einfach nicht gefallen. Ihr merkt schon, dass ich ins Stottern komme und dass ich irgendwie gar nicht weiß, was ich dazu sagen soll. Ich zeige es euch einfach und zwar 19 Moons, eine ewige Liebe. Ja, das Buch, von dem ich gesagt habe, dass ich das niemals lesen möchte und bla bla bla. Ich habe es gelesen. Es ist vorhersehbar von vorne bis hinten. Ich muss sagen, es hat mir noch besser gefallen als der dritte Teil, den ich ja abgrundtief gehasst habe. Aber jetzt habe ich die Reihe einfach für mich beendet. Und das ist einfach für mich
ein Wahnsinnsfortschritt, gerade auch was das Thema diesen Monat angeht, nämlich Reihen weiterlesen, weil ich diese Reihe jetzt beendet habe. Und das war ja eine Reihe, die so durchwachsen war. Ich mochte als Jugendliche nur den ersten und alles, was danach kam, fand ich abgrundtief schlecht und hat mir nicht gefallen. Und ja, ich bin einfach stolz auf mich, dass ich es geschafft habe, das irgendwie durchzupressen. Einfach, dass ich es jetzt in mein Regal stellen kann, weil ich weiß, viele da draußen sortieren Bücher aus, die ihnen nicht gefallen. Aber obwohl auf diesen Covern weibliche Gesichter drauf sind, was so einfach auf jedem Buch der Fall ist, finde ich die, wenn die nebeneinander so im Regal stehen, einfach sehr, sehr hübsch. Und ich bin ein Mensch, der auch hübschen Bücher gerne Einlass in das Regal gewährt. Und deswegen werde ich diese Reihe erstmal behalten. Vielleicht ist das eine Reihe, die ich vielleicht in 2 bis 3 Jahren aussortieren kann. Vielleicht bin ich dann reifer und kann das. Aber ich bin so froh, ich habe diese Reihe beendet. Ich kann das ins Regal stellen, kann das Ganze abhaken. Und das ist eine Erleichterung pur, weil diese Reihe mir sehr viele Sorgen bereitet hat. Sehr viele Sorgen einfach, ja. Ich weiß nicht, also es ist einfach keine gute Buchreihe. Als nächstes habe ich ein Buch gelesen, das ein bisschen was Märchenhaftes hat. Und zwar ist das Das Mädchen, das in der Metro las, von Christine Ferré-Fleury. In diesem Buch geht es um Juliette. Und Juliette ist ein Mensch, der jeden Tag, wenn sie auf die Arbeit fährt, Menschen beobachtet und guckt, was die lesen. Und sich fragt, was denken die dabei, wenn sie das lesen, was sie dann eben da gerade lesen. Und sie stellt sich dann auch vor, was das für Menschen sind. Und ich fand das so süß. Auf jeden Fall ist sie irgendwann so, ich möchte jetzt mal eine Station vorher aussteigen. Man weiß nicht, was sie so genau reitet, aber sie steigt eine Station vorher aus, vor der Station, wo der sie normalerweise aussteigen muss, und läuft an einem Haus vorbei, wo ein Buch in den Zaun geklemmt ist, damit das Tor nicht zugeht. Und sie findet das ganz schrecklich, nimmt das Buch raus und geht hinein und lernt einen Mann kennen, der Kuriere aussendet. Er hat eine riesige Bibliothek an Büchern und sucht sich jeden Tag ein paar aus, steckt sie in eine Tasche, gibt sie einem Kurier mit und dieser soll die dann an Leute vermitteln. Diese Kuriere sollen die Leute beobachten und gucken, was ist jetzt in dem Moment das richtige Buch für diese Menschen. Und das ist so toll und natürlich kommt Juliette jetzt unter seine Fittiche und macht das auch. Und das war so eine schöne Geschichte. Es ist wirklich so ein bisschen was Märchenhaftes dahinter, fand ich, weil das Buch natürlich nicht sehr viele Seiten hat. Es passiert in diesem Buch sehr viel dafür, dass es nicht sehr viele Seiten hat. Und es hat auch ein schönes Ende, finde ich. Es ist einfach irgendwie so diese Atmosphäre, die man hier hat. Das hat mir einfach viel gegeben, es hat mir Spaß gemacht. Trotz allem ist es ein Buch, das von mir nur 3,2 Punkte bekommen hat, weil es sehr melancholisch ist. Diese Melancholie begleitet einen durch das ganze Buch. Es ist sehr nachdenklich, es ist sehr leise. Und das hat mir einen Touch Abzüge gegeben, obwohl ich wirklich diese Geschichte sehr, sehr schön und märchenhaft fand. Das dazu. Als nächstes habe ich ein Buch, ich muss sagen, ich habe ein bisschen geschummelt. Ich habe das nämlich einerseits mit meinem Freund als Hörbuch gehört. Er hat manche Stellen ohne mich gehört, hat mir im Nachhinein davon erzählt. Vielleicht ist das dann auch in die Bewertung eingeflossen. Ich werde euch ein bisschen näher gleich noch davon erzählen. Teilweise hat er es gelesen und mir davon erzählt. Ein bisschen was habe ich selbst gelesen und gehört. Und ich weiß, dass es dann schwierig ist, eine Bewertung davon zu machen. Aber ich weiß die Geschichte. Ich habe natürlich einiges nicht selbst gelesen, was mein Freund mir erzählt hat. Ich habe einiges gehört mit Hörbuch und dadurch ist eine 3er-Bewertung rausgekommen. Und ich zeige euch jetzt erstmal das Buch. Es handelt sich um Erebos von Ursula Poznanski, das ich Anfang des Monats meinem Freund hingelegt habe und habe gesagt, das ist ein Buch, das ich mir mal auf Empfehlung von einer Freundin gekauft habe, vom Launch von Bootsy Page, die das sehr, sehr mochte. Und das eigentlich ein Thema umfasst, das ich einfach nicht gerne lese. So Sachen, wo es um Online-Spiele geht, wo es um Computerspiele geht, das sind einfach nicht so meine Themen. Deswegen habe ich das meinem Freund hingelegt, weil es ein Jugendthriller ist und ich gedacht habe, er liest nicht so viel, aber Thriller sind so sein Thema. So. Okay, er hat das dann angefangen, hat mir immer mal wieder Passagen erzählt, dann haben wir teilweise Hörbuch zusammen gehört. Und ich habe die Geschichte jetzt im Kopf, ich weiß, was passiert. Und es ist eine 3er-Bewertung rausgekommen. Natürlich muss ich an dieser Stelle sagen, dass es was anderes ist, wenn ich das Buch komplett selbst gelesen hätte. Wahrscheinlich wäre die Reinziehung, die man in das Buch gehabt hätte, größer gewesen und vielleicht wäre die Spannung für mich größer gewesen. Aber so muss ich sagen, dass alles in allem, was ich erzählt bekomme, was ich selbst gehört habe, eben nur eine 3er-Bewertung dabei rauskommt. Weil
ich den Protagonisten nicht sonderlich mochte. Ich mochte den Protagonisten einfach nicht. Ich fand, dass er zu wenig, ja, auf seine Freunde hört, dass er immer, wenn er Hilfe angeboten bekommt, irgendwie das versucht alleine zu lösen. Und das waren alles so Punkte, die mich an ihm sehr gestört haben. Zudem war das Ende für mich einfach unpassend. Ich habe gedacht, okay, das ist so mysteriös. Es war als so, okay, was steckt hinter diesem Spiel? Man hat gedacht, okay, vielleicht ist das ja auch ein bisschen Fantasy-mäßig, wer weiß. Es ist alles so mystisch, es ist so krass, dass dieses Spiel angeblich von alleine handelt. Was steckt dahinter? Und ich möchte nicht spoilern, aber zum Schluss war es für mich einfach zu einfach. Die Lösung war für mich einfach zu einfach. Es war natürlich menschlich motiviert, na klar. Aber was dahinter steckt, war für mich so, okay, und dieses ganze komplette Primborium, was hier passiert ist, wegen dieser einen Sache, also das war für mich unverständlich, das Ende hat für mich komplett einfach nicht gepasst und dementsprechend musste ich da natürlich auch einiges abziehen, weil das komplette Ende natürlich auch die komplette Handlung motiviert, die vorher passiert ist. Und das war für mich eine zu einfache, zu, ja, ich weiß nicht, zu menschliche Lösung vielleicht in dem Fall. Ich weiß nicht, ob sich das komisch anhört. Aber wenn ihr das Buch schon gelesen habt, dann könnt ihr ja einfach mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ende für euch empfunden habt. Ob das für euch gepasst hat oder nicht. Ja, das war für mich einfach mal eine andere Erfahrung. Vielleicht ist das auch ganz gut, dass ich das so gemacht habe, weil das sonst ein Buch gewesen wäre, das ich nie wirklich gelesen hätte. Und ich finde es ganz gut, dass ich jetzt so sagen kann, ich habe die Handlung für mich erfahren, ich habe es teilweise gehört, ein bisschen was gelesen, teilweise von meinem Freund erzählt bekommen. Und ja, ich finde, das ist auch eine gute Herangehensweise, wenn man dann doch Bücher auf dem Sub hat, bei denen man weiß, dass man sie nie lesen wird. Und ja, das finde ich einfach gut, dass ich da für mich einfach was geschaffen habe, was mir weiterhilft bei Büchern, die vielleicht Themen umfassen, die ich eigentlich sonst nicht lesen würde. So. Als nächstes habe ich ein Buch gelesen, das von mir 4 Punkte bekommen hat, das so ein krasses Thema umfasst. Es tut mir übrigens leid, wenn das Video übermäßig lang wird, aber diesen Lesemonat habe ich einfach viele Bücher gelesen, die viel in mir ausgelöst haben und über die ich viel zu berichten habe. Und dafür sind Lesemonate ja auch da und deswegen möchte ich mich da ehrlich gesagt auch nicht zurücknehmen. Auf jeden Fall habe ich als nächstes gelesen, Ein kleines Wunder würde reichen von Penny Jolson. Dieses Buch ist so beklemmend. In diesem Buch geht es um Gemma. Gemma hat eine Krankheit und diese Krankheit macht, dass sie sich nicht bewegen kann. Sie kann nicht sprechen und das heißt, sie kann sich nicht ausdrücken, sie kann nicht kommunizieren. Das heißt, jeden Tag trifft jemand anders Entscheidungen für sie, was sie isst, was sie trinkt, was sie gerade macht, weil sie sich nicht ausdrücken kann, weil sie nicht in irgendeiner Form kommunizieren kann, was sie tun möchte, was sie essen möchte, etc. Deswegen bekommt sie zum Beispiel schon jahrelang keinen Ketchup mehr, weil sie früher mal mit den Augen, dadurch, dass sie irgendwie so gemacht hat oder geblinzelt hat, konnte sie mal kommunizieren, bis sie krank geworden ist, dann ging auch das nicht mehr. Und da hat sie einmal gesagt, sie will kein Ketchup und seitdem hat sie jahrelang keinen Ketchup mehr bekommen, obwohl sie den manchmal schon gerne hätte. Das nur mal als kleines Beispiel. Auf jeden Fall, dadurch, dass sie eben sich gegen nichts wehren kann, erzählen ihr die Leute Dinge. Und darunter ist eben auch ein Mensch, der böse ist, der es zu verantworten hat, dass jemand gestorben ist und der ihr das jetzt erzählt. Und sie kann es niemandem sagen. Alle vertrauen diesem Mann, alle finden er erst nett und sie hat dieses Wissen in sich. Und ich fand das so krass. Diese Beklemmung ist natürlich da, weil man jede Sekunde denkt, oh, du musst es denen sagen, du musst den jetzt irgendwie. Und man denkt sich so, sie kann aber nicht und verdammt. Und es ist so ein beklemmendes Gefühl, dieses Buch zu lesen. Ich muss aber sagen, dass das Ende, ich fand die Auflösung zwar gut, ich fand es toll, wie sie dann irgendwann eine Möglichkeit gefunden haben, ihr zu helfen, aber das Ende war mir zu kurz und zu schnell. Das war so, dafür, dass das komplette Buch darauf hingearbeitet wurde, dass sie kommunizieren kann und in irgendeiner Form den Leuten sagen kann, was da los ist, war dann das Ende auf den letzten Seiten einfach zu schnell und zu einfach gelöst, fand ich. Deswegen habe ich da einen Punkt abgezogen. Ansonsten ein 4-Sterne-Buch, das mir sehr gut gefallen hat, das mit einem wunderschönen Cover glänzen kann und das auf jeden Fall eine Leseempfehlung von mir ist. So. Dann habe ich ein Buch gelesen, das erscheint jetzt nächsten Monat am 5. Juli. Ich möchte deswegen noch nicht ganz so viel dazu sagen, weil ich habe eine Rezension dazu gedreht, die ihr natürlich direkt am 5. bekommen werdet. Und ich darf, glaube ich, jetzt vorher auch noch nicht ganz so viel dazu sagen. Ich sage euch nur, dass ich es gelesen habe und dass es von mir eine 4,8er Bewertung bekommen hat. Und zwar ist das Cecilia, wenn die Sterne Schleier tragen von Anna Nigra. Ein Buch, in dem es um
eine Zukunftsvision geht. Ob sie gut oder schlecht ist, weiß man noch nicht. Also ich würde jetzt noch nicht zu 100% sagen, dass es eine Dystopie ist. Es geht in die dystopische Richtung und das Ganze mit einer Protagonistin, die Königin von Europa werden soll. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Wartet gespannt auf meine Rezension am 5. Juli, weil dieses Buch ist wirklich ein Hammer. Es hat mir sehr gut gefallen. Und wenn ihr darüber mehr erfahren möchtet, dann lasst euch die Rezension auf keinen Fall entgehen. Das ist ein Buch, ich glaube, das wird einen Hype auslösen. Ich glaube, viele Leute werden das lesen und werden es lieben. Und ja, mal gucken, ob das eintreten wird. Ich bin sehr, sehr gespannt. Aber guckt euch die Rezension am 5. an, auf jeden Fall. So. Dann habe ich ein Buch gelesen, das einerseits witzig war, andererseits hat es schockiert. Dazu werde ich euch natürlich auch die Rezension in der Infobox verlinken. Und zwar ist das Post von Karl-Heinz von Hasnain Kasim, in dem Hasnain Kasim, er ist Journalist, auch für den Spiegel, glaube ich, und er bekommt Hassbriefe, weil er, jetzt muss ich mal gerade lesen, er ist als Sohn indisch-pakistanischer Einwanderer in Oldenburg geboren. Das heißt, er ist in Deutschland geboren, somit Deutscher, hat aber natürlich Wurzeln in Pakistan, was auch immer, und bekommt deswegen Hassbriefe, Hass-E-Mails von Leuten aus Deutschland, die meinen, sie müssten sich aufplustern, weil er politische Themen betrachtet, weil er natürlich das Flüchtlingsthema betrachtet, weil er zu allen Themen, die momentan modern sind, einfach Stellung bezieht. Und die meinen jetzt, weil er Wurzeln, was weiß ich, von Pakistanern vielleicht hat, dass er kein richtiger Deutscher ist und er doch in sein Heimatland verschwinden soll. Wo ich mir so denke, er ist in Deutschland geboren, hat einen deutschen Pass. Leute, passt bitte auf, was ihr sagt. Aber er bekommt wirklich so krasse E-Mails und Hassbriefe und das hat mich so nachdenklich gemacht. Einerseits ist es mega witzig, wenn man sich an manchen Stellen so fragt, wie dumm seid ihr eigentlich, die ihr da diese Briefe geschrieben habt. Andererseits denkt man sich so, dieser Mann muss sich tagtäglich mit sowas auseinandersetzen. Wieso? Wieso muss er das tun? Nur weil er Wurzeln in einem anderen Land hat? Warum? Ich verstehe das nicht, warum dann so gegen ihn gehetzt wird. Also ich kann einfach die Gründe nicht verstehen. Ich kann das nicht nachvollziehen. Und er tut mir dann in dem Moment wahnsinnig leid, weil er jeden Tag Tausende von solchen Briefen bekommt und man einfach nicht versteht, was in den Köpfen der Menschen vorgeht, die so etwas verfassen. Aber wenn ihr auch dazu noch mehr erfahren möchtet, schaut euch gerne die Rezension an. Ich verlinke sie euch in der Infobox. So, als nächstes habe ich wieder eine Reihe für mich beendet, die ich nur so mittelmäßig fand. Also ich bin diesen Monat sehr stolz auf mich, dass ich Reihen abhaken konnte, die nur so mittel waren. Yay! Naja, auf jeden Fall handelt es sich um Das Leben, was uns bleibt von Susan Beth Pfeffer. Ja, die Welt, wie wir sie kannten, Trilogie. Im ersten Teil, der hatte mir zu viele Längen. Da wurde mir einfach, es waren Tagebucheinträge und jeder Tag wurde komplett durchgenommen, obwohl es tagelang nur dasselbe war, was dort an Handlung passiert. Im zweiten Teil war mir das zu Gott bezogen. Also der Protagonist, den wir da hatten, war sehr religiös und nach jedem Kapitel war dann so, und jetzt beteten wir und dann beteten wir wieder und dann nochmal und nochmal und nochmal. Und jetzt in diesem Buch wurde das natürlich alles zusammengeschmissen, weil sich die beiden Familien aus den ersten beiden Teilen natürlich jetzt hier begegnen und kennenlernen und auch eine Zeit zusammenwohnen. Fand ich ganz nett. Ich fand es ganz cool, dass wir dann einen Bezug zu beiden Geschichten hatten und man dann auch bei beiden Geschichten erfahren hat, wie es weitergeht. Das fand ich gut. Allerdings fand ich diese Liebesgeschichte, die da zwischendrin passiert ist, unnötig. Sie war so erzwungen und man hat sich so gedacht, die erste Geschichte spielte da, die andere Geschichte spielte da, jetzt treffen die sich und jetzt verlieben die sich auch noch. What? Also das war so unrealistisch und so, ja, sehr konstruiert und zusammengepresst und es musste so und keine Ahnung. Also im Endeffekt hat das Buch von mir 2 Punkte bekommen. Es war leider nicht der Abschluss, den ich mir gewünscht hatte. Ich bin ja mit dieser ganzen Reihe teilweise sehr unzufrieden gewesen, habe sehr viele Kritikpunkte gehabt und zum Schluss wurde das Ganze dann noch nicht mal so zusammengeführt, dass man dann am Ende gesagt hätte, ja, das hat für mich gepasst, das hat dann zum Schluss einen Sinn ergeben, aber leider nein, leider, leider nein. Naja, dann habe ich ein Buch als Rezensionsexemplar zugeschickt bekommen, das ich an einem Tag durchgeblättert habe, weil es eigentlich nur aus Bildern besteht, wo immer mal so 2 Zeilen Sätze dabei stehen. Und das ist einfach so cool. Und zwar nennt sich das Hoffen, dass der Schulbus nicht fährt. Die schönsten Dorfkind-Momente.
Ja, ich bin ein Mädchen, das auf dem Dorf groß geworden ist. Und da habe ich gedacht, ich muss mir das unbedingt angucken. Und das ist einfach, es ist einfach wirklich Kindheit. Also dieses Buch hat in mir Kindheit geweckt. Es ist einfach, ja, es ist wirklich, also ich habe da gesessen und habe an meine Kindheit gedacht und was ich alles erlebt habe und dass ich das irgendwie schade finde, dass Städter das so nicht erleben und das teilweise auch nicht kennen. Es ist einfach göttlich, es ist einfach göttlich. Ich weiß nämlich noch, ich habe einen Kumpel, der wohnt in Frankfurt, der immer sehr fasziniert davon ist, wenn er mich auf dem Land besucht hat und der immer so fasziniert davon war, dass jeder jeden kennt und einfach wie ja, man sich dort verhält und was man so für Sitten hat und der das sehr witzig findet und auch die Dialekte und alles. Und dieses Buch hat mich einfach daran erinnert, was ich für eine schöne Kindheit hatte und dass ich das einfach so toll fand und dass es einfach so schön ist, diese Sitten zu haben. Ich meine, dafür haben wir wahrscheinlich Städter ganz, ganz andere Sitten und das ist wahrscheinlich für mich auch so, oh, okay, wie läuft das hier? Aber ich fand das einfach, ich finde das so toll und das ist für mich einfach eine schöne Kindheitserfahrung mal wieder gewesen und es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, das ist einfach, dazu werdet ihr übrigens auch eine Rezension bekommen, denn es ist ein Rezensionsexemplar. Ich habe es leider bisher noch nicht geschafft, die Rezension zu drehen, aber heute ist mein Drehtag und heute drehe ich nicht nur den Lesemonat, ich drehe heute auch noch drei Rezensionen und hoffentlich das Neuzugänger-Video. Also wenn ihr jetzt mehrere Videos bekommt, in dem ich komplett gleich aussehe, dann liegt das daran, dass ich das alles an dem Sonntag drehe, an dem ich Zeit habe. Genau. Als nächstes habe ich gelesen ein sehr beklemmendes Buch, nämlich Der Buchhalter von Auschwitz. Ja, in diesem Buch geht es um Oskar Gröning. Also die wahre Geschichte von Oskar Gröning, der Buchhalter von Auschwitz war. Und in diesem Buch wird eben abstrahiert, wie sein Leben war, wie er sich aus dieser Schuld rausgeredet hat, wie er sich während dieser Zeit eingeredet hat, dass er gar nichts damit zu tun hat, weil er ja nur der Buchhalter ist und das Geld zählt. Und im Nachhinein wurde ja ein Prozess gegen ihn erhoben, quasi. Er wurde angeklagt, dort mit Schuld am Tod ganz, ganz vieler Menschen zu sein. Und er wurde verurteilt. Und hier wird natürlich jetzt alles mal so ein bisschen beleuchtet. Was ich nicht ganz so gut fand, war, dass der Autor sehr viel persönliche Meinung mit reingebracht hat. Also wir haben hier keinen neutralen Erzähler, fand ich. Der Autor war sehr, sehr subjektiv, hat seine Meinung in das Buch einfließen lassen. Das finde ich ehrlich gesagt, wenn es wirklich so ein bisschen biografisch auch sein soll, nicht ganz so gut. Aber man hat es ja gemerkt. Aber dazu mehr dann in der Rezension, die auf jeden Fall dann jetzt auch irgendwann im Laufe der nächsten 2 Wochen kommen wird. Und ich konnte noch ein weiteres Rezensionsexemplar beenden, das von mir, glaube ich, sogar 5 Sterne bekommen hat, ja. Und zwar ist das, was im Leben wichtig ist, von Richard Reed. Ja, ich habe euch ja schon sehr viel über das Buch erzählt und auch dazu wird es eine Rezension geben. Es ist einfach ein sehr inspirierendes Werk über tolle Persönlichkeiten, die uns hier mit auf den Weg geben, was für sie das Wichtigste im Leben ist. Und ich fand das sehr toll, sehr inspirierend. Wenn euch das anspricht, dann guckt euch in den nächsten Tagen die Rezension dazu an. Und ja. So. Als nächstes habe ich noch 3 Bücher gelesen. Und zwar zuerst Skaldagary Pleasant, Rebellion der Restanten. Endlich habe ich Skaldagary Pleasant weitergelesen. Das ist Band 5. Ha, ich musste mich durch das Buch quälen. Also langsam wird es echt zur Qual, diese Bücher weiterzulesen. Ich habe echt Schwierigkeiten mit diesem Band gehabt, weil so gefühlt, also was heißt gefühlt? Ich bin auf Seite so 100 oder 200 gewesen und bis dahin ist fast nichts passiert. Bis die Handlung beginnt, ist irgendwie Mitte des Buches und ich dachte mir so, wieso ist das so? Am Anfang ist sehr, sehr viel Dialog einfach nur, irgendwie eine Sitzung von hohen Tieren, es wird irgendwas gewählt und wir bekommen ein bisschen mit wie Walküre oder Stephanie, wie man sie auch nennen will, so ein paar Liebesproblemchen hat. Das ist so alles, was gefühlt bis zur Hälfte des Buches passiert. Und dann fängt erst die Geschichte an über die Restanten, die aus dem Hotel ausbrechen. Wieso? Das war für mich so, nein, okay, ich habe ein Buch mit kaum Handlung. Das hat es mir sehr schwer gemacht, weil dieses Buch 500 Seiten hat. Und wenn ich ein 500-Seiten-Buch habe und die Handlung beginnt erst ab Mitte des Buches, bin ich natürlich genervt und gelangweilt. Und das hat es mir so, so schwer gemacht, vor allem weil ich ja gedacht habe, dass jetzt mal wieder ein Band kommt, der mir super gut gefällt. Also, oh, ich habe meine Höhen und Tiefen mit dieser Reihe wirklich. Aber leider bisher mehr Tiefen als Höhen. Deswegen
hoffe ich einfach mit dem nächsten Band darauf, dass sich das Ganze wieder heben wird, weil sonst wird es echt, echt schwierig, diese Reihe zu beenden. Leider. So, und jetzt zeige ich euch zwei Teile einer Reihe, wo mir jetzt nur noch der vierte Band fehlt, um diese Reihe abzuschließen. Aber diesen Band habe ich noch nicht. Und zwar handelt es sich um Engelsmorgen und Engelsflammen, die ich beide diesen Monat beenden konnte. Ja, Engelsmorgen fand ich ganz gut. Also Engelsmorgen hat mir echt gut gefallen, weil er hat natürlich nahtlos, die setzen immer nahtlos an den vorherigen Teilen an. Und der setzt jetzt eben da an, dass Lucy an einen anderen Ort gebracht wird, damit sie in Sicherheit ist und damit die Engel ihren Kram erledigen können. So. Und sie kommt da an einen Ort, an der Küste. Es ist ein ganz anderer Flair, eine ganz andere Atmosphäre als im ersten Teil. Das fand ich cool gemacht, weil der erste Teil war sehr düster. Es war so eine grau-schwarze Stimmung, die ich da in meinem Kopf hatte. Und hier ist es halt irgendwie sonnig. Es spielt an der Küste. Sie lernt neue Menschen kennen und es ist irgendwie schön. Das Einzige, was mich genervt hat, war, dass Daniel ihr immer wieder sagt, was sie zu tun hat. Sie darf nicht aus dieser Schule weg. Nein, nein. Also sie darf nicht außerhalb. Natürlich macht sie genau das, was ihr gesagt wird, was sie nicht tun soll. Sie geht natürlich raus, weil es sagt ihr keiner, warum sie das nicht tun soll. Und das finde ich ja immer die besten Geschichten, wenn die Protagonisten von nichts eine Ahnung haben, bekommen aber von allen Seiten gesagt, was sie zu tun haben, machen da genau das Gegenteil, weil ihnen keiner sagen darf, was denn da draußen los ist. Und man als Leser versteht nicht, warum sie das nicht wissen dürfen. Denn was Daniel ihr die ganze Zeit sagt, ich meine, die beiden sind ja zusammen, sie lieben sich ja. Er sagt nur, bitte mach, was ich dir sag. Ich darf dir nicht sagen, warum. Das ist sein Grund. Ich darf dir nicht sagen, warum du das zu tun hast, was ich dir sage. Und man weiß nicht, wieso darfst du es ihr nicht sagen. Ich meine, zum Schluss erfährt sie es doch sowieso. Also warum? Wieso hast du das Gefühl, du darfst ihr das nicht erzählen? Das sind so Sachen, die haben mich gestört. Ich fand den Teil trotzdem ganz gut. Er hat mir viel Spaß gemacht. Es war so ein bisschen die Atmosphäre, die das alles rausgerettet hat. Und was dann passiert ist, okay, wie sie dann alles herausgefunden hat, obwohl sie es ja nicht wissen durfte. Und warum schlimme Dinge passiert sind, weil sie dann nicht auf Daniel gehört hat und doch aus dieser Schule rausgegangen ist. Keine Ahnung. Also ihr merkt schon, dass ich so einige Probleme mit dieser Reihe habe. Und am Ende von Band 3 möchte Lucy sich von allem erstmal absagen. Sie hat keinen Bock mehr, von außen immer Einflüsse zu bekommen, immer zu sagen, dass die anderen ihr sagen, was sie tun soll. Sie hat darauf keine Lust mehr und verschwindet dann. Ich weiß gar nicht, ob ich euch wirklich sagen kann, wohin sie verschwindet. Auf jeden Fall, ich muss es euch sagen, es tut mir leid. Also ab diesem, wenn ihr die Bücher noch lesen wollt, ab jetzt spoilere ich. Sie möchte herausfinden, warum sie und Daniel sich so unsterblich lieben und ob das vorherbestimmt ist oder ob sie sich wirklich unsterblich lieben. So, und deswegen reist sie quasi durch einen Verkünder, durch ihre früheren Leben, um zu rekapitulieren, ob sie sich wirklich lieben oder ob das irgendwie gezwungen so ist, von oben oder keine Ahnung. Auf jeden Fall besteht dann dieser Band Engelsflammen eigentlich nur daraus, dass Lucy immer und immer wieder dieselben Erfahrungen sammelt in ihrem früheren Leben. Es passiert immer dasselbe, wirklich. Außer, dass sie ein anderes Ich von sich selbst kennenlernt. Und wir haben dann einen Daniel, der immer ein Ticken hinter ihr ist und sie nie richtig erreicht. Dann haben wir natürlich hier Fehler im Buch. Sowas wie, in einem Leben weiß der Daniel, den sie dort trifft, dass sie kommen wird. In einem anderen Leben weiß er das nicht. Obwohl das Leben nach dem vorherigen Leben spielt und er eigentlich wissen müsste, dass sie durch die Zeit reist und ihn ab und zu besucht. Weil er das ja in dem Leben vorher gewusst hat. Es hört sich sehr kompliziert an, ist es aber nicht. Wir haben eine jetzige Lucy, wir haben einen jetzigen Daniel, sie reist vorweg, er versucht sie zu erreichen und dann haben wir immer noch den jeweiligen Lucy und Daniel, die dann in der Zeit leben, in der sie dann da hinreist. So. Es passiert immer dasselbe, immer dasselbe, immer und immer wieder. Er erreicht sie nicht, sie guckt sich da an, was passiert etc. Und sie hat immer im Kopf, oh, aber ich liebe Daniel so. Und warum ist er nicht bei mir? Und keine Ahnung. Obwohl sie wegläuft. Sie ist doch weggelaufen. Wieso muss sie dann in jedem Kapitel sagen, oh, ich liebe ihn so sehr, wo ist er? Ich brauche ihn. Und ich denke mir so, hä? What? Also, dieser Band hat mir leider gar nicht gefallen. Und dann, wie zum Schluss auch aufgelöst wurde, warum sie jetzt in diesem Leben nicht gestorben ist, das war für mich auch so, okay, na gut, es wurde eine Lösung gesucht. Also ich fand den ersten Teil gut, ich fand den zweiten Teil auch echt gut, obwohl ich meine Probleme an manchen Stellen hatte, aber der dritte Teil war echt der Höhepunkt. Der dritte Teil hat mir nicht gefallen, es ist ja alles dasselbe passiert, in jedem Leben ist dasselbe passiert. Und zum Schluss hat sie einfach rausgefunden, okay, ich liebe Daniel wirklich. Wahnsinn, Wahnsinn, was für eine Erkenntnis, was für eine Erkenntnis, du liebst ihn wirklich, es ist nicht erzwungen, okay, wunderbar. Und dann treffen sie sich natürlich zum Schluss und dann passiert noch etwas, was den vierten Teil motiviert.
und was dann im vierten Teil passieren wird. Und das war's. Ich hoffe einfach, dass der vierte Teil wieder so ein bisschen an den ersten und den zweiten anknüpft. Und der dritte Teil, das ist halt wirklich ein Übergangsteil für mich gewesen. Der hätte 200 Seiten kürzer sein können, wirklich. Naja, okay. Das war mein Lesemonat. Ich habe sehr, sehr viele Bücher in diesem Monat geschafft. Ich habe jetzt nicht gezählt, aber steht ein riesiger Stapel neben mir. Die kann ich jetzt alle in mein Regal einräumen, obwohl da kein Platz mehr drin ist. Das Video war sehr, sehr lang. Ich hoffe trotzdem, dass ihr Spaß und Zeit daran habt, es euch anzugucken. Und ja, jetzt sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!